Boah, Marc, erzähl mal, wie ist eigentlich gerade eure aktuelle Burn Rate? Das hat mich ein Mitarbeiter aus Maschmeyers Team am Anfang von Litzer gefragt und meine Reaktion: Puh, was meinst du eigentlich? Damit dir genau das nicht passiert, erkläre ich dir in diesem Video drei wichtige Begriffe für dein nächstes Investorengespräch: Burn Rate, Runway und Run Rate. Hi, ich bin Marc von Startup Schlau. Ich habe ein Food Startup von 0 auf über 50 Mitarbeiter und mehr als 5 Millionen Euro Jahresumsatz geführt und das Unternehmen 2020 erfolgreich verkauft. Mit Startup Schlau will ich dir als Neugründer helfen, schneller und smarter durchzustarten. Wenn dir das gefällt, lass mir jetzt ein Like hier auf diesem Video, abonniere den Kanal und hau mal so richtig feste auf die Glocke. So, legen wir los. Stell dir vor, du bist an einem Startup-Event und bundelst gerade an so mit einem potenziellen Investor, der irgendwie Interesse signalisiert, vielleicht in dein Startup zu investieren, und er stellt dir natürlich ein paar Fragen. Unter anderem, ja, wie ist denn gerade eure Burn Rate? Was habt ihr damit für eine Runway und was ist die Run Rate? Und du so als Gründer, Diese Fragen verunsichern viele Gründer, auch mit BWL-Hintergrund. Aber das muss nicht sein. Wir schauen uns jetzt nämlich diese drei Begriffe mit Beispielen an. Beginnen wir mit Nummer 1, Burn Rate. Burn Rate ist ganz einfach das Ergebnis aus Einnahmen minus Ausgaben und was dann unterm Strich rauskommt. Konkretes Beispiel, nehmen wir an, dein Startup macht 10.000 Euro Umsatz pro Monat. Also ist schon ein Startup, was etwas weiter ist, hat aber Kosten von 15.000 Euro pro Monat für Löhne, Einkauf, Miete und so weiter. Das heißt, das Startup verbrennt pro Monat, macht einen Verlust von 5.000 Euro pro Monat. So, und das bringt uns direkt zu Begriff Nummer 2, nämlich der Runway. Wie lange hast du noch? Wie lange hält das Geld noch, gegeben deine aktuelle Burn Rate? Machen wir also im gleichen Beispiel weiter wie vorhin. Dein Startup verbrennt pro Monat 5.000 Euro und auf deinem Konto sind, Annahme, noch 30.000 Euro. Dann hast du eine Runway von 6 Monaten. Das heißt, in 6 Monaten ist dein Cash durch, in 6 Monaten hast du kein Geld mehr. Allerspätestens dann müssen neue Kapitalmittel zur Verfügung gestellt werden, ob von einem Bankkredit, einem neuen Investor, was auch immer. Die Runway gibt dir als Gründer als auch einem Investor Auskunft darüber, wie lange hast du noch, wie viel Cash ist noch da. In der Pre-Seed- oder Seed-Phase eines Startups sind etwa 12 Monate, also ein Jahr, eine gute Runway. Aber natürlich in der Praxis ist es immer deutlich niedriger. Es war bei Litzer nicht anders. Wir haben damals locker 5.000 bis teilweise sogar 10.000 Euro pro Monat verbrannt, hatten also eine Runway von deutlich unter einem Jahr, wussten also einerseits, wir verbrennen ziemlich viel Geld und es muss auch ziemlich schnell wieder neues Geld reinkommen, um die weiteren Wachstumsschritte zu finanzieren, weil Wachstum verbrennt einfach enorm viel Geld, vor allem wenn man das versucht in einem Bereich, wo man sich noch nicht auskennt und damit sehr viele Fehler macht und Lehrgeld bezahlt. So, und jetzt klären wir noch den ominösen Begriff Run Rate. Was bedeutet das eigentlich? Run Rate, aus dem Englischen übersetzt, ist einfach die Gewinn- oder Verlustprognose aufs Jahr hochgerechnet. Auch hier wieder ein konkretes Beispiel. Nehmen wir an, es ist Quartal 1 Ende, also Ende März, und du hast mit deinem Startup 10.000 Euro Verlust generiert über Januar, Februar und März. Und jetzt stellt dir der Investor im April die Frage, ja, was ist denn eure Run Rate? Na, dann rechnest du ganz einfach und stupide den Quartalsverlust aufs Jahr hoch. Und weil ein Jahr 4 Quartale hat, Quartalsverlust mal 4, also 10.000 Euro minus mal 4. Also deine Run Rate, jetzt in diesem fiktiven Beispiel, sind minus 40.000 Euro, ein Verlust von 40.000 Euro. Und das sind die drei Begriffe: Burn Rate, was verbrennst du im Monat? Runway, wie lange überlebst du damit als Startup, gegeben was du noch auf dem Konto hast? Und Run Rate, was ist der kumulierte Verlust oder Gewinn, den du wahrscheinlich aufs Jahr erzielen wirst. Und diese drei Zahlen, diese drei KPIs im Kopf zu haben, macht natürlich super viel Sinn, weil das ist wie eine Art Höhenmesser im Cockpit oder die Tankanzeige im Auto, die dir anzeigt, wie weit der Sprit, wie weit der Cash noch reicht und wann spätestens neue Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen. So, und zum Schluss noch ein kleiner Profi-Tipp. Es gibt Situationen, wo die Burn Rate nicht mehr normal ist. Zum Beispiel in einer Finanzierungsrunde. Da liegt es natürlich im Gründerinteresse, die Burn Rate, also die Verluste pro Monat, möglichst gering zu halten, um dem potenziellen Investor zu signalisieren, wie geniale Zahlen ihr mit super wenig Kosten hinbekommt. Das weiß natürlich jeder erfahrene Investor, deswegen, es macht einfach Sinn, von Anfang an transparent zu sein und nicht künstlich geschäftsrelevante Ausgaben vor sich herzuschieben, sondern die bereits einzuplanen und das transparent und ehrlich dem Investor zu kommunizieren, weil das rächt sich sonst einfach nach der Runde, wenn das Geld
übertrieben schnell weg ist, weil ihr euch ja natürlich auch auf eine Bewertung einigt, gegeben, was ihr im Moment verbrennt. Und ist das einfach zu wenig oder künstlich deutlich heruntergesetzt, dann gibt es einfach nachher böse Überraschungen, wenn plötzlich eine wichtige Ausgabe hier und eine wichtige Ausgabe da noch anstehen und das Geld, was man gerade eingesammelt hat, doch ganz schnell leer gegangen ist. So viel zum Thema Burn Rate, Runway und Run Rate. Wenn du Bock hast, noch mehr zu lernen rund um die Themen Startup und Entrepreneurship, dann lass mir jetzt ein Like hier auf diesem Video, abonniere den Kanal und wer weiß, vielleicht sehe ich dich ja gleich in einem der nächsten Videos. Bis dahin, Servus!